ist Felix Haas und ich bin Concept Artist für Venetica bei Deck 13. Hier auf dem Rialto-Markt gibt es viele frische Sachen zu entdecken, wie zum Beispiel Fisch, Gemüse oder auch Obst. Und ich schaue mich jetzt mal ein bisschen um. Venedig war ja die Handelsmacht schlechthin im 16. Jahrhundert. Hier auf dem Rialto-Markt sieht man, wie unterschiedliche Kulturen sich trafen und miteinander handelten. Wir wollten auch in Venetica diesen Reiz, dass die unterschiedlichen Kulturen aufeinandertreffen, in unser Handelssystem einbauen. So kann man zum Beispiel seine Waffen, Rüstungen oder auch gefundene, erbeutete Wertgegenstände oder auch Tränke verkaufen. Aber das Interessante daran ist, dass man eben neue Sachen kaufen kann, um sich aufzurüsten. In Venetica haben wir Trainer, bei denen man neben den Kampffähigkeiten auch Todeszauber lernen kann, aber auch Handwerk. Zeige mir Kampffertigkeiten. Also, ich bin nicht wirklich auf ein Gebiet spezialisiert, aber ich kann dir sicher ein paar Kniffe beibringen. Die Trainer sind in Venetica überall im Spiel verteilt und man kann dann so seine Skill Points, die man nach einem Aufstieg erhalten hat, für die neuen Fähigkeiten ausgeben. Bis später.